das Rock Hard Festival ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden, ein Geburtstagsfestival zu machen. Das war vor 16 Jahren. Lief dann so gut und hat so viel Spaß gemacht, dass wir Blut geleckt haben und das einfach weitergeführt haben. Ist seitdem eine jährliche Veranstaltung, hat sich sicherlich auch ganz gut etabliert, denke ich. Ja, es macht nach wie vor Spaß. Hi, ich bin Andreas, ich bin am Bass bei Vulture. Ich bin Stefan und ich spiele Gitarre bei Vulture. Wir spielen hier heute auf dem Rock Hard Festival und haben das Glück, hier heute unser zweites Album veröffentlichen zu können. Und hatten eine ziemlich coole Show. Spaß gemacht. Ja, unser Label hat uns die Chance gegeben, hier wirklich unser neues Album zu präsentieren. Ja. Am ersten Tag. Also es ist wirklich. Es ist wirklich cool. Wir waren hier schon ein paar Mal als Besucher und es ist halt wirklich eine coole Chance, hier einfach live zu spielen. Ich habe mein erstes und einziges Rockart, wo ich gezeltet habe, war 2008 und da haben Exciter gespielt. Ich glaube, das war einer der ersten Auftritte mit deren damals neuem Sänger, der jetzt auch da nicht mehr ist. Das war, ich kannte die Exciter damals nicht und habe mich deswegen noch nicht darauf gefreut. Ich stand dann eine kurze Zeit neben den Jungs von Exciter und fand das irgendwie cool. Und wenn ich das damals gewusst hätte, dass Exciter so eine geile Band ist, dann hätte ich mich ein kleines bisschen mehr gefreut.
ja, heute kommt endlich unser zweites Album raus. Das hat ganz schön lange gedauert gefühlt. Jetzt ist es endlich da. Wir sind total froh, dass das heute hier passieren konnte. Unser zweites Album ist gefühlt bedeutend abwechslungsreicher und spannender als unser erstes. Wir haben uns viel mehr ausprobiert, haben viel mehr Mittempo-Kram reingebracht, viel mehr Melodie, hier und da auch mal was gewagt. Also derjenige, der da jetzt auf acht schnelle Nummern hofft, wo man die ganze Zeit den hier machen kann, der wird vielleicht hier und da enttäuscht sein. Der braucht vielleicht ein paar mehr Umdrehungen, um das Album gut zu finden, aber die soll er sich bitte dann auch nehmen. Auftritt ist es dann einfach, man hat einfach ein grandioses Gefühl, man hat so ein absolutes High, und wenn man sich dann einfach begegnet und mal einen Arm nimmt, das ist halt wirklich eine Sache, das gehört dazu, das stärkt das Bandgefühl, und wir sind ja auch alles Freunde, so. Das ist einfach eine Sache, die gehört dazu. Ich habe mir vorher gefühlt, glaube ich, 30 Mal in die Hose gepisst heute. Ich war echt scheiße nervös, ich glaube, wir waren alle scheiße nervös. Es war schon eine andere Hausnummer hier heute, ne? das ist nicht so ein Jugendzentrumsauftritt heute hier, ne? Und dann das Gefühl, wenn das alles so sackt und es ist alles vorbei und das heißt, es ist nichts grob schief gegangen, das war schon erleichtert heute. Da haben wir uns gefreut. Ja. Ich bin Seth von Chip Lost Disease aus Köln und spiele Gitarre. Eingeladen, ob wir dieses Jahr nicht mehr spielen wollen, und haben natürlich sofort zugesagt, weil es halt eine super Veranstaltung ist, die wir schon seit Jahren natürlich verfolgen und mit Sicherheit auch mal privat da waren und zweimal auch Soundchecks wieder da waren. Thank you.
selber war, glaube ich, einmal hier, das war 2007. Seitdem habe ich es immer wieder versucht, aber irgendwie nie geschafft. Und ich freue mich einfach tierisch, weil ich finde, die Location ist einzigartig. Das Amphitheater, der Fluss hier direkt nebenan. Und ich muss sagen, die Bandauswahl ist eigentlich ziemlich stark. Es ist immer so eine gute Mischung zwischen wirklichen Klassikern, wie dieses Jahr Tigers of Pantang, Fifth Angel, Lizzie Borden, aber auch daneben Underground Acts wie Vulture zum Beispiel. So wie das eigentlich eine richtig gute Schnittmenge von beiden immer gefunden wird. Und da ist einfach eine tolle Atmosphäre hier. Auf jeden Fall als nächstes die Tour Ende September, Anfang Oktober zusammen mit Sulfaine geplant. Die wird uns durch verschiedene Städte von Deutschland sowie Paris, Belgien und auch die Niederlande führen. Und darauf sind wir auf jeden Fall erstmal ziemlich gespannt. Ansonsten also erstmal Gig für Gig spielen und gucken, was noch weiter so kommt. Ja, nach dem Auftritt ist bei mir jetzt erstmal Erleichterung, dass es einfach gut über die Bühne gegangen ist. Ich bin natürlich gespannt, wie es die Leute gefunden haben, ob wir einen guten Sound hatten, wie die anderen es gefunden haben. Aber danach ist bei mir jetzt erstmal angesagt, entspannt erstmal vielleicht ein Bier trinken, eine Zigarette rauchen und durchatmen. Und dann, wenn ich wieder so zu Treffen gekommen bin, mit aufs Festivalgelände gehen und die weiteren Bands gucken und Leute treffen, Freunde treffen. Das ist einfach das, was angesagt ist. Der ist halt der Hauptsongwriter, der schreibt die meisten Lieder. Ich bringe dann auch nochmal hier oder dort in einen Riff rein, früher auch mal eine Songstruktur, konzentriere mich aber mehr auf die Texte, wobei es diesmal nicht schön ausgewogen war, dass ich 50% von den Texten geschrieben hat und mein Bruder 50% der Texte geschrieben hat, also drei Songs. Und mein Bruder sich diesmal wirklich hauptsächlich auf das Songwriting konzentriert hat und hier und jetzt einfach ein paar Finessen eingebracht haben. Bandauswahl beim Rockhard Festival ist sicherlich nicht unbedingt vergleichbar mit der Bandauswahl von anderen Festivals. Einerseits sind wir natürlich in der Tendenz schon ein bisschen traditionell ausgerichtet, andererseits versuchen wir auch mehr oder weniger das gesamte Spektrum des Rockhard Magazins abzudecken mit dem Festival. Das heißt, dass eine Band wie Long Distance Calling dieses Jahr genauso spielt wie eine Band wie Visigoth, die ja auf den ersten Blick erstmal nichts miteinander zu tun haben, was aber sehr gut funktioniert.
Wir buchen das Festival zusammen mit Continental Concerts, also das Rockhard zusammen mit Continental Concerts. Wir überlegen uns in der Redaktion, welche Bands in Frage kommen, welche Bands gerade heiß sind. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Bands wie Visigoth dieses Jahr spielen oder auch The Spirit. Bands, die einfach heiß sind, die gerade auf dem Sprung nach oben sind. Wir alle wissen, wir suchen neue Bands, wir suchen Bands, die größer werden. Wir haben das Problem, dass Headliner aussterben. Wir müssen uns um den Underground kümmern. Und das ist für uns auch nach wie vor eine Maxime. Hi, ich bin Sojan und ich spiele Gitarre bei Tyler Leeds. Das ist Julius, der spielt Bass, Pata, Tony, Eddie. Und wir spielen High Energy Rock, wie das Rockhard so schön die Musikrichtung bezeichnet hat. Und wir finden auch, das kommt eigentlich ganz gut hin. Wir haben vorher immer gesagt, das heißt Heavy Rock, aber ich glaube, wir steigen um auf High Energy Rock, ja. Wir haben tatsächlich in Hamburg auf der Tour im Dezember den Anruf bekommen, dass wir das Angebot haben, hier beim Rockhard zu spielen. Und eigentlich haben wir nicht erwartet, dass das 2019 passiert. Also wie ist es dazu gekommen? Wir sind halt bei Continental Concerts im Booking gewesen und die haben uns dann eben auch für diesen Slot angefragt. Das kam wohl ganz gut bei allen an. Und jetzt ist Juni und wir stehen hier in Gelsenkirchen vorm Amphitheater. Also hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Und hat bisher einen übertrieben geilen Tag, würde ich behaupten. Da ist ein kleiner Traum in Erfüllung. Oh ja. Allgemein zum Festival kann ich nur Positives sagen, weil wir kommen ja selber aus dem Pott, Recklinghausen, ist ja quasi hier um die Ecke und waren 3-4 Mal als Besucher schon da erstmal mit dir, glaube ich. Ja. Waren wir da mit Motor als Headliner auf jeden Fall. Mit wem? 2010, 2011 oder so, Motor. Ja. Auf jeden Fall geiles erstes geil. Vorkar. Nee, das war 2014 bei Moda. Jesus war. Nein, 2014 war. Ist ja auch egal. Ah. Wir kennen das Festival. Wir sind gerne als Besucher hier. Die letzten beiden Jahre hat es nicht geklappt, weil wir selber Auftritt hatten. Und wir sind jetzt natürlich übertrieben gehypt, stolz, wie auch immer man sagt, dass wir hier spielen durften. Das ist halt schon so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und auch dieses Jahr wieder in so einem Billig mit dabei zu sein, an einem Tag mit Cannibal Corpse. Also Vintage, ich meine, das ist Caravan. Vintage Caravan. Also halt Bands, die wir selber feiern und uns dann Hammer einfach. Das bockt dann einfach. Wir sind auf jeden Fall mies gut gelaunt gerade. Yeah.
es ist, wir arbeiten auf jeden Fall gerade am neuen Album, haben auch schon relativ viel Material, müssen noch ein bisschen was finalisieren. Und ja, es sieht auch danach aus, als ob wir wahrscheinlich noch zwischendrin ein Single-Release machen. Und ja, wir freuen uns drauf, die ganze Scheiße einfach rauszuhauen und mal zu gucken, wie die Leute reagieren. Also bisher läuft es ja ganz gut und ich hoffe, dass Ed Comfort, dass wir weiterhin auf diesem fahrenden Zug mitfahren können. Ja, das Single-Release kommt wahrscheinlich auch noch 2019. Ja, wahrscheinlich noch im Sommer oder Spätsommer. Ja, Spätsommer, Herbst, aber 2019. Ja. Ist auf jeden Fall angedacht und geplant. Ja, wenn man vor der Bühne kommt, dann ist man eigentlich erstmal noch im Abbaumodus. Muss ja alles schnell gehen irgendwie. Man ist auch irgendwie noch immer im Tunnel und ist auch noch immer auf Spannung und später fällt alles von rein ab. Aber es war halt auch generell heute super geil. Du hast mega viele Reaktionen vom Publikum gehabt, gute Reaktionen vom Publikum. Und das macht dann natürlich auch viel mehr Spaß. Also klar, du gehst auch ab, wenn neue Leute da stehen. Dann gibst du auch alles, aber es fällt einem viel leichter, wenn es so cool drauf ist, da um so eine frühe Uhrzeit so viele Leute stehen, es war einfach Hammer. Hammer Publikum, Hammer Auftritt, es war wirklich ein geiler Tag. Es war brutal geil. Hallo, ich bin der Matthias von The Spirit. Wir sind hier auf dem Rockhard Festival 2019 und ja, bin Gitarrist und Sänger der ersten Band heute, die gespielt hat. Sonntag, dritter Tag des Festivals. Wir durften den heutigen Tag eröffnen um 12 Uhr auf der Bühne und waren sehr angenehm überrascht, dass viele Leute vor der Bühne waren. War eine sehr gute Show. Hat uns Spaß gemacht, den Leuten sichtlich aus. Ich hatte mich noch nicht umgezogen, da kam schon ein Herr vom Rockhard, hat gefragt, ob wir noch mehr Shirts dabei haben, weil unser Merchandise schon ausverkauft war. Von daher hat mich dann natürlich auch gefreut, das zu hören. Und ja, ich habe gehört, gestern hat es ordentlich gestürmt. Wir haben Bombenwetter heute, also alles gut.
wir haben vor anderthalb Wochen unser zweites Album fertiggestellt. Wird jetzt noch gemastert, aber Album steht und wird, Release Date kann ich noch nicht nennen, das ist noch unklar, aber es wird rauskommen. Jeder, der unser Debütalbum gemocht hat, wird definitiv nicht enttäuscht sein. Es ist eine sehr Killerscheibe, wir sind extrem stolz drauf. Von der Produktion hat sich einiges getan, der Sound ist mega gut. Und wir können es kaum erwarten, das Material live zu spielen. Wird noch ein bisschen dauern, aber Release Date werden wir hoffentlich bald bekannt geben. Ja, dass die Obsessed dieses Jahr abgesagt haben, war natürlich sehr schade. Wir haben uns alle auf die Band gefreut. Das Problem war in diesem Falle tatsächlich, dass es irgendwie eine gute Woche vor dem Festival passiert ist. Dann hat man nicht mehr so viel Handhabe. Es scheitert dann in den meisten Fällen schon an Terminproblemen, wenn man Bands anfragt. Wir hatten natürlich ein paar Bands dann wieder relativ schnell im Köcher, aber auch da musste man gucken, was geht, was klappt. Und wir sind jetzt super glücklich, mit Zodiac eine wirklich, wirklich gute Band gefunden zu haben dieses Jahr, die sicherlich stilistisch ein bisschen anders aufgestellt ist, die aber in Sachen Qualität ganz bestimmt ein adäquater Ersatz ist. My name is Lee and I play guitar. I'm Jake, I sing. I'm Jameson, I play other guitar. I'm Matt, I play bass guitar. Party, good atmosphere, good time, great stage, great sound. Yeah. Excellent. We'll be right back.
do have a couple festival appearances planned in Europe, but most importantly, we will start writing a new record, so hopefully that turns out well. Yeah. Been great. Biggest shows we've done in Europe so far. Consistently packed houses. It's incredible the reaction we're getting. Yeah, great fan reception for sure. Pretty much every night. It's great. It's unusual. We're used to playing dead bars back home in the States, so you know, most nights are 20 people. But here it's a different story. It's great. Some jokes guide my heart, purpose no more, and chains don't cannot restart. So dark, your final breath, bitter is the end. The feeling was pretty crazy that, like, it was amazing how many people had stuff to come up and, like, good things to say, and just, like, never get tired of hearing about that. It seems weird. Yeah, it's a pretty immense honor for us. I think it's kind of surreal. We must have done something right. Yeah, I don't know. Yeah.